Hallo und einen schönen guten Tag, hier spricht Ute. Heute möchte ich euch ein Faulauge zeigen. Wie ihr wisst, suche ich immer Strickmuster, die man leicht umsetzen kann und bei dem man halt sich auch mal so, ja, man fallen lassen kann, ohne dass man sagt, ich muss mich ja jetzt Gott weiß wie drauf konzentrieren. Also, wir stricken immer drei Maschen links, drei Maschen rechts, drei Maschen links. Und der ganze Mustersatz besteht eigentlich aus 6 Maschen. Also dann wisst ihr ganz genau, wenn ihr Maschen aufnehmt, dass ihr dann immer so eure Maschen aufnehmt, dass ihr hinten mit rechts also aufhören müsst. Also du geteilt durch 6 den euren Maschensatz, ja? So, das ist das ganze Muster nachher, dieses Stückchen hier. So, jetzt fangen wir an. Ich habe jetzt 3 Maschen links gestrickt. Jetzt muss ich diesen Faden, diesen hinteren, 1, 2, diesen hier, diese Masche, muss ich jetzt hier drüber ziehen. Ich finde es so, festhalten, hier und dann da drüber ziehen. Seht ihr? Das geht gut. Ja, ist nicht ganz so schwer. Es ist ein bisschen Übung. Ich habe jetzt hier ein mehr fertiges Garn. Ein bisschen Übung gehört dazu. So, dann habt ihr diesen Faden da drüber gezogen. Ja, sieht ja schon ganz gut aus. Aber ich muss ja auch dieses Loch in der Mitte bekommen. Also stricke ich diese Masche hier. Einmal rechts. Atmung klappt alles nicht so, wie ich das möchte. Einmal rechts, ein Umschlag und wieder rechts. Ja, und schon haben wir dieses Loch hier. So, und dann stricke ich wieder 3 Maschen links. Und dann wieder die hintere, 1, 2, 3, und die hintere ziehe ich dann hier drüber, über diese 2 Maschen. Schiebt euch das Ganze so ein Stückchen zusammen, dann klappt es besser. Haltet hier so den Finger davor, dann klappt das super. Ja, ich zeige es gleich nochmal. So, den Faden haben wir rübergezogen. Jetzt diese Masche hier, sieht am Anfang ein bisschen kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Wenn man erstmal angefangen hat zu stricken, dann sieht man, dass es gar nicht kompliziert ist. Jetzt habt ihr diese 3 Maschen wieder, die ihr braucht, um nachher rechts zu stricken. So, 3 Maschen links. So, diese Masche hoch, hier den Finger davor halten und dann darüber ziehen. Seht ihr? Schiebt es so ein bisschen zusammen, dann klappt das. So, dann habe ich den Faden über diese 2 Maschen, also diese Masche habe ich über diese 2 Maschen gezogen. Jetzt lasse ich das Ganze so und stricke diese Masche rechts einen Umschlag und wieder rechts. Und schon habe ich wieder diese 3 Maschen, wie hier vorne auch. So, und jetzt wieder 3 Maschen links und normalerweise wieder 3 Maschen rechts. So, jetzt drehe ich die Arbeit und stricke jetzt 2, 3 Reihen so hoch, wie ich mein Muster gerne haben möchte, diesen Mustersatz. So hoch stricke ich jetzt auch meine Reihen. Es können 3 sein, es können 4, es können 5. Das kommt ganz darauf an, wie ihr das gerne für euch haben möchtet. Ja, ihr könnt auch nur unten eine Bordüre damit machen, dass ihr sagt, das gefällt mir auch ganz gut. Oder an Socken sieht es toll aus. Eben mal kurz oben so ein kleines Muster reingebracht. Ja, wenn ihr sagt, dass, nö, das ist mir doch ein bisschen zu knibbelig mit dem da drüber ziehen. Aber ich habe am Anfang auch gedacht, Mann, ob das wohl was ist für Leute, die anfangen zu stricken. Mal schauen. Aber ich habe im Nachhinein, wo ich dann selber gestrickt habe, gemerkt, dass es ganz, ganz easy ist eigentlich. Ja, so. Seht ihr, das ist das, was wir jetzt eben gestrickt haben, wo wir den Faden rübergezogen haben. Ja. Da stricken wir jetzt ganz normal rechts. Wir stricken im Grunde genommen alle Maschen jetzt so, wie sie erscheinen. Ob von der rechten oder von der linken Seite. Ja, seht ihr? So. Okay. Machen jetzt nochmal eine Reihe von links. Und dann zeige ich euch das Muster nochmal, damit sich das ein bisschen verinnerlicht. Und man nicht 10-mal von vorne anfangen muss. Das Video wieder zurückdrehen, von vorne anfangen und dann die Stelle suchen, die man gerne noch mal sehen möchte. Strickt jetzt noch einmal durch. Und erklär's noch mal. Und wie gesagt, 3 Maschen links, 3 Maschen rechts ist euer Mustersatz. So. Die Randmasche natürlich nicht mit einrechnen, ja. Die hat man sowieso.
Okay. So, jetzt zeige ich es nochmal. Gucken wir uns das Ganze mal an. So, jetzt habe ich hier meine drei Maschen. Ich schiebe das Ganze ein bisschen zusammen hier, schiebe von hinten so ein bisschen rüber, ja, hier so, dann kann ich das leichter hier drüber ziehen, ja, so. Und schon habe ich den Faden einfach nur, diese Masche einfach nur da drüber gelegt, ja. Und jetzt nehme ich hier die Masche, stricke die rechts, einen Umschlag und wieder eine Masche rechts und dann stricke ich wieder links, so. Wieder drei Maschen links. So, jetzt hier die Masche wieder nehmen, schiebt das von hinten ein bisschen zusammen, so, haltet da mit dem Finger davor und zieht die Masche hier so drüber. Wenn das von hinten so ein bisschen ranschiebt, ist das lockerer und diese Masche könnt ihr dann im Grunde genommen einfacher drüber ziehen. Ja, jetzt haben wir diese Masche über diese zwei gezogen, über die zwei rechten. Jetzt gehen wir her, rechts stricken, einen Umschlag. Rechts und dann hier wieder unsere drei Maschen links. So, ich zeige es nochmal. Hier die Masche. Wenn ich das jetzt so rüberziehe, ist es ein bisschen stramm. Deswegen schiebt es von hinten so ein bisschen. Haltet den Finger davor und zieht es rüber. Einfach den Finger hier so vor die Spitze halten, damit euch diese zwei Maschen nicht flöten gehen. Vorhalten und dann drüber ziehen, loslassen. Ja, von hinten so ein bisschen schieben, dann ist es lockerer, dann kann man diese Masche hier leichter drüber ziehen. So, jetzt eine Masche. Rechts ein Umschlag, also von hinten holen den Umschlag, seht ihr so, als wenn ihr hier irgendwo reinpixen wollt und geht einfach unter der Nadel drunter weg. Und dann strickt ihr wieder eine Masche rechts. So, dann wieder unsere linken Maschen. So, jetzt drehen wir die Arbeit. Schauen uns das Ganze mal an. So, und jetzt stricken wir alle Maschen so, wie sie erscheinen. So. Links, und das ist hier unser Umschlag, ja, den ihr jetzt auf der linken Seite seht. Da stecht ihr einfach rein, Faden davor, und dann habt ihr schon eine linke Masche. So, nochmal. Linke Masche. Hier. Vor und runter wegziehen. Ihr habt das gesehen? So. Das ist jetzt von der linken Seite unser Umschlag. Den müssen wir ja auch stricken, ja? Also, reinstechen, von rechts nach links, den Faden und da durchziehen. Schon habt ihr eine linke Masche. Ja? So. So strickt ihr die ganze Reihe. Hier links, da. Wenn ihr das denn so habt, dann seht das erst so, den Faden davor, so, zieht den so zu euch und dann könnt ihr den automatisch da drunter legen und schon habt ihr dann eure linke Masche. So, jetzt gucken wir uns mal die andere Seite nochmal an, wie es da aussieht. So, nein, gar nicht, ich meine noch, Dings ist weggerollt, so. So, seht ihr? Und schon habt ihr euer Loch. Wenn ihr es nicht verstanden habt oder einer sagt, erklär mir das doch nochmal ganz, ganz genau, ich habe das nicht ganz verstanden, schreibt mich einfach an. Ich erkläre es gerne so oft, bis derjenige es verstanden hat. Ja, manchmal sieht alles viel komplizierter aus, als es in Wirklichkeit ist. Nämlich mit vielen Fäden drüber und runter ziehen, hat so manchmal seine Tücken, dass man sich einfach nicht traut und sagt, nee, das ist mir zu schwer, das Muster möchte ich gar nicht stricken, schon alleine, weil es so kompliziert aussieht. Aber manchmal ist es ganz einfach, seht ihr? Das ist denn euer Muster. Ja, der andere sagt Kaffeebohnen dazu, Kaffeebohnenmuster, der andere sagt Pfauenauge. Aber ich finde Pfauenauge ganz schön, ja. Und vor allem, das so ein Muster jetzt in einer schönen Socke, ja, sieht doch toll aus. Oder es dann einfach nur mal so an einer Seite hochlaufen lassen. Muss ja nicht den ganzen nehmen, sondern einfach vorne oder zwei nur an den Seiten. Wie ihr das möchtet. Ja, ich zeige es nochmal. So. Was ich noch sagen wollte,
Ihr könnt das hier für euch, ich drehe mal um, variabel machen. Ihr könnt hier mehr als 4 Reihen nehmen, ihr könnt auch 6 Reihen nehmen, so wie euch das eigentlich gefällt, ja. Wenn ihr sagt, ich möchte jetzt aber nur 2, dann wird das natürlich hier kleiner, ich möchte aber 4. Finde das mit den 4 Reihen, was ich jetzt gemacht habe, ganz schön. Ihr könnt aber 6 nehmen. Macht es einfach so, wie es euch gefällt. Ja, ihr müsst jetzt nicht danach gehen, wie ich es mache, sondern es muss letztendlich ja euch gefallen. Ja, wenn einer sagt, nö, das ist mir, ich möchte lieber mehr Reihen oben haben, nicht so, dann, ja, so, jetzt erkläre ich euch das noch einmal. So, diese Maschen hier auf der linken Seite ein bisschen ranziehen, damit das locker ist. Hier einen Finger drauf und dann mit dem anderen Finger halte ich die 2 Maschen so ein bisschen fest, ja? Seht ihr? Da. Mit dem anderen Finger halte ich die 2 Maschen so ein kleines bisschen fest, damit die nicht wegrutschen können. Seht ihr so? Ich mache es nochmal zurück. So. Das hier ein bisschen ranschieben, dass locker ist. Die 2 Maschen halte ich hier so ein bisschen fest. Ziehe die Nadel da drüber. Okay. So. Ranschieben. Die 2 Maschen ein bisschen festhalten, vorne den Finger vor, rüberziehen und loslassen. So, dann die 2 Maschen, wo ich jetzt die eine drüber gezogen habe, die müssen gestrickt werden. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Ja, und schon haben wir hier unseren Mustersatz. Ja, so. Und wieder zurück. Ja, so. Ihr habt hier gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe es euch jetzt mal von der anderen Seite gezeigt, damit das nicht so verwirrend ist, wenn das andere da drunter ist. Ja. So. Seht ihr? So sieht es dann aus. Ich zeige es jetzt nochmal von der anderen Seite. So. Die Seite müsst ihr jetzt mal euch wegdenken. Weil ich es jetzt mal auf der anderen Seite gemacht habe, könnt ihr natürlich auch, ne? Wenn ihr das Ganze umschlagen wollt und sagt, ich möchte das oben nur zum Umschlagen haben, könnt ihr das natürlich, so wie ich es jetzt gemacht habe, auch auf der linken Seite stricken, weil ja ihr auf der linken Seite ja auch die rechten, 3 rechte und 3 linke Maschen habt, ja? Ich zeige es euch jetzt noch mal, wie es dann aussieht, wenn wir linke Maschen gestrickt haben. So, so sieht es dann aus. Ja, und dann könnt ihr jetzt so 2-3 Reihen hochstricken und dann habt ihr euer Muster. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das Muster jetzt hier so haben, weil ich das hier umschlagen möchte, dann habt ihr das Muster genau in dieser Linie laufen. Sieht natürlich vielleicht auch ganz nett aus, ne? Für eine Mütze und so, dann habt ihr das Muster dann hier fortlaufend in eurer Kante da liegen, ja? So. So sieht es dann nachher aus. Ja, ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt, sodass jeder damit klarkommt. Wenn nicht, meldet euch einfach. Ich erkläre das wirklich so lange, bis auch derjenige es verstanden hat, der dieses Muster gerne stricken möchte. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem kleinen Video. Eure Ute. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr sagt, Mann, kannst du mir das und das mal erklären, auch beim Nähen, also ich nähe auch ganz viel, dann kann ich euch da auch ein bisschen weiterhelfen. Ihr müsst euch halt nur melden, ja? Ansonsten bekommt ihr halt die Videos zu sehen, die ich zurzeit dann halt für angebracht halte. Also ich wünsche euch viel, viel Spaß bei diesem kleinen Video. Eure Ute. Mal, wie es dann aussieht, wenn wir linke Maschen gestrickt haben. So. So sieht es dann aus. Ja, und dann könnt ihr jetzt so 2-3 Reihen hochstricken und dann habt ihr euer Muster. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das Muster jetzt hier so haben, weil ich das hier umschlagen möchte, dann habt ihr das Muster genau in dieser Linie laufen. Sieht natürlich vielleicht auch ganz nett aus, ne? Für eine Mütze und so, dann habt ihr das Muster dann hier fortlaufend in eurer Kante da liegen, ja? So. So sieht es dann nachher aus. Ja, ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt, sodass jeder damit klarkommt. Wenn nicht, meldet euch einfach. Ich erkläre das wirklich so lange, bis auch derjenige es verstanden hat, der dieses Muster gerne stricken möchte. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem kleinen Video. Eure Ute. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten.
Wenn ihr irgendwas habt, was ihr sagt, Mann, kannst du mir das und das mal erklären? Auch beim Nähen, also ich nähe auch ganz viel, dann kann ich euch da auch ein bisschen weiterhelfen. Ihr müsst euch halt nur melden, ja? Ansonsten bekommt ihr halt die Videos zu sehen, die ich für zurzeit dann halt für angebracht halte. Also ich wünsche euch viel, viel Spaß bei diesem kleinen Video. Eure Ute.